Persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher. Sternzeit 33100511. Hallo, meine lieben Elite Dangerous Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich muss sagen, ich war etwas überrascht, freudig überrascht, über den großen Erfolg meines letzten Videos, was ja eigentlich nur so eine kleine Erkundungstour des neuen Powerplay 2.0 darstellen sollte, nicht mal ein Tutorial, dass es so einen großen Anklang gefunden hat und ihr so reichlich gute Kommentare dazu geschrieben habt. Und aus diesem Anlass dachte ich mir, schiebe ich in Kürze jetzt die Nummer 2 der Erkundungstour nach, denn, so wie ihr mir in den Kommentaren ja mitgeteilt habt, ist es sehr wohl wichtig, dass man innerhalb einer gewissen Zeit jedenfalls diese wöchentlichen 5 Aufträge, die erstmaligen, auf jeden Fall absolviert, als Eintrittskarte, um zu signalisieren, dass man wirklich dauerhaft dieser gewählten Macht beitreten möchte. Ja, und 2 von diesen 5 Aufträgen haben wir ja inzwischen erledigt. Das war relativ einfach, sag ich mal so. Denn Reinforcement-Systeme waren ja die, wo richtig was los war. Das war irgendwie ja noch nachvollziehbar. Jetzt haben wir noch 3 andere Aufträge. Und ich habe da schon mal ein bisschen rumprobiert. Und ja, das war nicht ganz so einfach. Speziell das Herausfinden, in welche genau Systeme man nun irgendwas liefern soll. Denn die werden leider in der Karte, werdet ihr gleich sehen, auf der galaktischen Karte, bei den Machtspielen nicht in der Bezeichnung dort genannt. Und das ist ein bisschen blöd. Und so habe ich schon einmal seltene Güter gekauft, in einem System, wo es die gab. Erkläre ich euch gleich, wie man die findet, relativ schnell. Und habe sie dann irgendwo versucht zu verkaufen. Das ging auch auf einem Markt. Und ich kriegte unten rechts auch so eine kleine Anzeige in grün, dass ich Merits verdient hätte. Das sind ja die Verdienste, aber ich habe sie nicht gut geschrieben gekriegt. Also da stehe ich noch so ein bisschen auf dem Schlauch. Vielleicht können wir das gemeinsam rauskriegen. Ich probiere es nachher nochmal. Wenn nicht, dann wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr mir im Kommentarbereich auch dazu nochmal vielleicht eine kleine Info gibt. Speziell zu dieser Bezeichnung Systeme mit Akquisition, die ich also nicht unterbringen kann. Genauso wenig wie diese hier, Undermining-Systeme. Da könnte es aber sein, dass ich hier direkt gleich fündig geworden bin. Okay, die habe ich mir bereits besorgt hier, diese Artikel, aber noch nicht abgegeben. Das will ich euch gleich zeigen. Das erkläre ich euch noch und das würde ich mit euch gerne hier noch gemeinsam heute erledigen. Und dann schaue ich mal, was passiert, wenn am Donnerstag der Machtwechsel stattfindet. Das wäre so meine erste Aufgabe, um diese Dinger hier alle zu erledigen. Ja, gut. Dann zeige ich euch mal, was ich bisher gemacht habe. Ich sollte also, gucken wir nochmal in der Liste nach, über die Transaktionen gibt es ja hier genau die gleiche Aufstellung. Und das hier habe ich bereits zumindest mir beschafft. Ich soll also 9 Strategieberichte in Systemen von Undermining transportieren. Undermining ist auch ein Begriff, den es dort auf der Karte so nicht gibt. Die Informationen lauten, sammeln Sie Einheiten von Lavingis, ich sag's jetzt einfach mal so, Strategieberichte in Hochburgsystemen, die gab's ja vorher nicht, die von ihrer Macht kontrolliert werden und liefern Sie diese an Machtkontakte in Undermining-Systemen. Wenn Sie mit dieser Fracht von einem Schiff, das einer rivalisierenden Macht angehört, entdeckt werden, besteht die Möglichkeit, dass dieses Ihnen die Fracht wegnehmen möchte oder versucht, sie zu zerstören. Lassen Sie in Systemen, in denen Sie entdeckt werden können, Vorsicht walten. Weitere Informationen gibt es wie immer im Pilotenhandbuch unter Schmuggel, Handel, Transport und so weiter. Gäbe es 180 Verdienste. Es war die Information, wir sollen Strategieberichte in Hochburgsystemen, die von ihrer Macht kontrolliert werden. Gehen wir mal in die Galaxiekarte und machen mal die Machtspielkarte auf. Wähle jetzt auch nur den Tab für meine Macht und setze dann hier den Filter auf Hochburgen. So bin ich vorgegangen. Und dann habe ich hier als erstes dieses System gefunden. Mazahuanses oder so ähnlich. Und da steht ja auch Hochburg. Und da bin ich hingeflogen. Ich mache mal hier ein bisschen größer, damit man vielleicht noch mal ein paar mehr sieht. Denn diese Hochburgen sind ziemlich rar.
Aber es gibt ein paar, die man hier dann ja zumindest auf der Karte entdecken kann, wenn man den Filter gesetzt hat. In der Nähe von meinem 69G Carinae-System war das hier also relativ dicht. Das sind nur 19,15. Da bin ich dann hingeflogen und zwar hier zur Station Messerschmitt Orbital und habe dort am schwarzen Brett über die Kontakte den Machtkontakt aufgerufen und habe mir diese Berichte gekauft. Und dann bin ich wieder zurückgeflogen in mein 69G Carinae-System, was ein anderes ist. Halt, das will ich euch vielleicht auch noch zeigen. Dann machen wir mal den realistischen Modus an hier. So, klicken nochmal hier drauf. Und dann machen wir hier drüben nochmal die Machtspiele-Informationen auf. Und da befinde ich mich aktuell mit der Ware, mit den Strategiepapieren, die ich im Frachtraum habe. Muss man natürlich auch Frachtraum vorhalten. Da seht ihr, das System wird hier als erschlossen definiert. Das ist etwas, was man hier bei den Machtspielen hier unten auch dann anwählen kann. Also diese Undermining-Systeme werden auf Deutsch übersetzt als erschlossen. Unsere gute Zemina Torval, die ist hier also irgendwie aktiv. Und wenn ich hier runter gucke, dann steht hier, transportieren Sie Machtspieleartikel, was hier wohl in dem Falle diese Papiere sind. Es handelt sich also offensichtlich um Systeme, die nicht mit unserer Macht zu tun haben, die aber den Status erschlossen aufweisen. Und da können wir dann entsprechend hingehen. Wenn man jetzt hier drüben ist und diese Aktionen nochmal anmacht und ruft sich jetzt hier diesen Reiter auf, dann gibt es hier unten noch einen Schalter auf Karte ansehen. Und wenn wir den benutzen, dann zeigt er automatisch hier über diese blauen Dreiecke solche Systeme an, die scheinbar in Frage kommen, wo man überall hinfliegen kann. Das muss man sich dann mal anschauen, ob es immer die gleiche Macht ist. Hier zum Beispiel wäre es jetzt eine andere hier. Das wäre jetzt ein System, das auch erschlossen ist, aber in dem Falle von Aisling Duval erschlossen ist. Da scheinbar kann man also auch hinfliegen. Auf jeden Fall nicht zu Systemen, die zur eigenen Macht gehören. Das war schon mal die erste Lektion, die ich jetzt gelernt habe. Und dann gehe ich jetzt mal hier rein in die Kontakte und dann schauen wir uns mal den Machtkontakt an. Denn auch dieser Reiter sieht inzwischen vollkommen anders aus gegenüber dem Powerplay 1. Wir haben hier drüben so verschiedene Sachen. Das ist zum Beispiel der Knopf, den man braucht, um Ressourcen abzuholen, zu liefern. Und das wiederum, andersrum, das ist zum Abholen und das ist zum Liefern, also zum Hinbringen. Und jetzt habe ich hier auch tatsächlich einen Knopf und kann über diesen Punkt die in meinem Frachtraum befindlichen Strategiepapiere hier einreichen. Wenn ich sie kaufe irgendwo, dann muss man es andersrum machen und dann wird es genauso hier gekauft. Dann gibt es scheinbar noch Kopfgeldbescheinigungen, die man, wenn man sie erwirkt hat, auch hier dann bei der Machtgeschichte abgibt und nicht ganz normal bei den Standardverwaltungsbezirken. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man also dann auch Kopfgelder an der richtigen Stelle abgibt. In dem Falle auch neu hier über den Machtkontakt. Da gibt es ja hier einen extra Knopf. Und dann haben wir hier unten noch eine ganze Menge anderen Kram. Machtspielressourcen einreichen. Das sind dann also alles mögliche Dinge, die man wohl über spezielle Missionen und was auch immer man da machen kann, hier dann auch einreichen muss. Das kenne ich aber selber noch nicht, bin ich auch noch nicht klar. Wenn ihr da Näheres zu wisst, gerne wie beim letzten Mal in die Kommentare schreiben. Interessiert mich wirklich und andere mit Sicherheit auch, was es genau damit auf sich hat. Ich bleibe jetzt mal hier oben bei den oberen Teilen und tue das erste und reiche jetzt mal meine Strategiepapiere hier ein und abliefern. So, jetzt habe ich hier Merits Acquired so eine Anzeige gekriegt, die ich bei meinen seltenen Gütern auch bekam. Nur war die grün und es hatte nichts bewirkt. Deswegen gucke ich jetzt mal direkt nach. Auftrag ist abgeschlossen. Da oben habe ich auch schon die Meldung gekriegt. Dann dürfte das wahrscheinlich jetzt hier auch erledigt sein. Genau, das wäre also jetzt der zweite Teil. Dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns nochmal seltene Güter an. Da muss ich natürlich erstmal welche kaufen. Sammeln Sie Einheiten seltener Güter von den spezifischen Märkten, die Sie eben verkaufen, und verkaufen Sie diese in einem Akquisitionssystem. Akquisitionssysteme finden Sie wieder über die Machtspiele, wobei es da eben nicht so heißt, dummerweise, in der galaktischen Karte. Um mehr darüber zu erfahren, tja, im Pilotenhandbuch wird es auch eben nur als Akquisitionssystem beschrieben. Hilft also nicht beim Auffinden, wie heißt es denn nun genau.
Auf jeden Fall dürfen wir diese Waren nicht auf einem Carrier kaufen und die dürfen auch nicht aus demselben System stammen, in dem sie verkauft werden. Also da kann man sie auf jeden Fall dann nicht mehr verkaufen. Man muss auf jeden Fall woanders hin. Aber das gucken wir uns an, wenn wir sie gekauft haben. Dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wo kann ich die finden? Meine Idee, ich gehe auf Inara, Rohstoffe und hier auf seltene Rohstoffe. Gebe hier das Referenzsystem ein, wo ich mich befinde und sage einmal suchen und bekomme dann natürlich wie immer hier unten eine Liste. Die kann man dann hier zum Beispiel nach der Distanz sich sortieren und ja, das dachte ich mir. Hier steht zwar, ist nichts da, aber ich fliege da jetzt trotzdem mal hin in das benachbarte Chrom-System. Da weiß ich nämlich, gibt es auf jeden Fall sowas Spezielles. Ansonsten nehmen wir uns halt das nächstbeste vor, wo wir auf jeden Fall nach der Liste gesehen was finden. Ich würde auf jeden Fall gerne erstmal in das Chrom-System fliegen. Das ist ja Gott sei Dank hier ganz gleich um die Ecke. Den Modus wollte ich haben, genau, das weiß ich noch. Das ist nämlich hier. Da bin ich ja früher schon öfters mal gewesen und habe da ein bisschen geräubert. Und interessanterweise ist das zwar hier auch erschlossen inzwischen, von meiner kontrollierenden Macht sogar. Guck an, das ist interessant. Und vielleicht können wir ja mal irgendwann im 69G Karine-System vielleicht irgendwas in der Richtung ändern, indem wir hier unten mal dran arbeiten. Das wäre so die Idee für die Zukunft, mal so ein System wirklich mal zu versuchen zu beeinflussen. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir das eventuell sogar im Team machen könnten. Dazu werde ich mich aber dann nochmal im Discord-Chat zu äußern und mal eure Meinung abfragen. Das fände ich zum Beispiel mal für die Zukunft eine interessante Idee. So, jetzt fliege ich aber erstmal dahin und gucke, ob ich da auf dem Warenmarkt seltene Waren einkaufen kann. 9 Stück brauche ich und die sollten auf jeden Fall irgendwo erwerbbar sein. So. Ui, da kommt gleich, was ist denn das? Ein T8? Nee, ein T9 oder so. Oh, Junge, hat er mich doch hier. Nee, das war jetzt wieder ein bisschen zu hoch, ne? Halleluja. Ein T7, meine ich. Quatsch, was rede ich denn da? Der T8 ist ja der neue. Ja, das war übrigens auch so eine etwas frustrierende Angelegenheit. Und Frameshift. Ja, der Ray hat er mal wieder den Supergruß mit dem Frameshift verwechselt, ne? Ist schon klar. Also dann nochmal. Und Frameshift. Dann passt das. Das ein langer Flug. Ich habe schon gedacht, ich muss die halbe Galaxis durchqueren, um mal hier anzukommen. Dabei liegt es doch direkt um die Ecke rum. Nicht zu glauben. Ja, kurz nochmal ein Wort zum Chrom-System. Das ist ein sehr spannendes System, weil hier gibt es außer der Sonne und dieser einen kleinen Station hier gar nichts Interessantes. Außer, dass es eben nur diese Station hier gibt. Und das heißt, hier gibt es also keine gravitatorischen Veränderungen, wenn man sich ein bisschen von der Sonne wegbewegt und kann da wunderschön schnell auf Tempo kommen und hier auch gut rumballern, weil es ja auch ein ja Zielgehörigkeit Regierungsform Anarchie hat. Ne? Also von daher ist das auf jeden Fall interessant. Ja, warum kann ich denn jetzt hier diese Quelle nicht als Ziel setzen? Nur ein Stückchen wegfliegen. Irgendwas stimmt hier wieder nicht. Vielleicht können wir sie ja hier setzen. Mal die ganzen Dinger hier raus und hier mal das Ziel auswählen, die einzige Station. Das Chrom-System, für diejenigen, die mir nicht von Anfang an gefolgt sind, habe ich irgendwann mal mir erobern können, denn der Zugriff ist nicht direkt machbar. Dazu muss man speziell eine Einladung bekommen. Und die kann man erwerben, indem man beispielsweise im 69G Carine-System auf den beiden Stationen Boswell,
Terminalstation oder Launchport mit der entsprechenden führenden Fraktion sich verbündet, dann bekommt man irgendwann eine Einladung. Das ist so ein Spezialauftrag, in dem man dann hier in das Chrom-System einfliegen kann. Da es ein Anarchiesystem ist und wie gesagt keine großen Planeten vorherrschen, kann man da sehr schön schnell und gut ein bisschen wildern gehen. Dazu gibt es ja spezielle Videos, die ich schon gemacht habe. Werde ich auch in Kürze mal wieder mir vornehmen. Und da gibt es eben auf dieser Station, auf der einzigen, ein spezielles seltenes Gut, eine seltene Ware, eine legale Droge, wenn ich mich recht erinnere, die man dort erwerben kann. Das Problem mit den seltenen Waren ist, sie sind, wie der Name schon sagt, eben eher selten. Das heißt, die Vorräte auf den Stationen sind eher knapp. Und sobald einer sich den Vorrat geschnappt hat, ist erstmal wieder für eine Weile Ruhe, bis es Nachschub gibt. Das weiß ich leider nicht mehr genau, in welchem Zeitabständen sich diese Waren wieder erneuern und man sie erneut kaufen kann. Das ist so ähnlich wie mit diesen Metalligierungen, die man ja am Anfang für die Felicita Farsia braucht, für den ersten Ingenieur, den man sich am meisten freischaltet. Die kann man da auch nur auf dieser einen Station kaufen und die gibt's eben auch nur sehr selten. Das wäre unsere erste Anlaufstation. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie einen Landeplatz zugewiesen bekommen. Die Nummer 1, wo ist sie? Noch kann ich sie nicht entdecken. Da oben ist die 3. Also die 3 ist es auf jeden Fall mal nicht. Dann muss sie also woanders sein. Das ist die 2, das ist sie auch nicht. Ja, dann fliegen wir doch einfach mal ganz nett mit unseren alternativen Schubdüsen um die Station herum. Irgendwo wird sie ja mal auftauchen. Und ich denke mal, da hinten wird der Fall sein, ne? Jo. Das ist immer wieder schön. So, Fahrwerk raus. Gott sei Dank habe ich jetzt ja den Knopf mal wieder gelernt. Neulich, als ich mit Condor im Team gespielt habe, waren wir mit unserer großen Corvette unterwegs. Und da habe ich doch glatt beim Einflug in die Station den Knopf wieder verwechselt und wieder voll den Powerschub gemacht. Gott sei Dank war sie gut ausgestattet und hat es mit leichten Schildeinbußen überlebt. Aber das war wieder ein typischer Ray Binger mit Vollschrot mit dem Schlachtschiff in die Station. So, dann schauen wir mal nach hier, ob es tatsächlich nichts gibt, wie uns Inara weismachen möchte. Warenmarkt. Hehe, hab ich mir doch gedacht. Chrom Silverfresh, das ist nämlich genau eine seltene Ware. Da ist es auch deklariert, hat immer so ein Sternchen. Und davon brauchen wir 9 Stück. Machen wir doch mal in unseren Lagerraum. Sehr schön. Das war doch schon mal sehr erfolgreich, obwohl Inara es nicht angezeigt hat, ne? Wohlgemerkt, Inara liefern 0. Das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, wie das hier refreshed wird. Also so ganz genau ist das nie. Im Zweifelsfalle ausprobieren. So, jetzt hätten wir das erstmal erledigt. Jetzt kommt die schwierigere Aufgabe, nämlich Folgendes rauszufinden. Wo müssen wir die nun hinbringen? In welche Systeme? Akquisitionssysteme. Jetzt würde ich doch mal denken, wenn man es nicht genauer weiß, gehe ich mal nach der Logik vor, wie ich es vorhin auch mit den Strategiepapieren gemacht habe. Ich nehme den Knopf da unten auf Karte ansehen und hoffe, dass er mir nun Systeme hier zur Auswahl gibt, wo das machbar ist. Ja, diesmal habe ich natürlich keine blauen Dreiecke, sondern irgendwelche anderen komischen Knöpfe hier. Aber okay, was wäre denn hier so in der Nähe? Wird als nicht besetzt deklariert. Das hier sieht ein bisschen anders aus. Das ist aber auch ein System, was nicht besetzt ist. In nicht besetzte Systeme ist noch keine Macht expandiert. Ja, das ergibt sich aus der Logik von selber. Hier steht aber nicht irgendwas von seltenen Waren. Das ist das, was mich ein bisschen stutzig macht, dass das hier nirgendwo mal angegeben ist. Gucken wir mal hier hin. Hier spielt dann irgendwie sogar 3 Leute eine Rolle. Boah, transportieren sie. Hier ist, ja, ich weiß nicht, warum das hier so komisch dargestellt wird. So auseinandergezogen.
hängt wahrscheinlich mit der Formatierung irgendwie zusammen. Aber hier kämpfen wohl diese zwei miteinander und die eigene Macht. Tja, wie das jetzt hier zu verstehen ist, Konfliktgrenze. Sie hat hier irgendwie was zu sagen, hat diese Punktzahl hier scheinbar erreicht schon, während die anderen hier so ein bisschen mitmischen. Was dieses da bedeutet, kann ich noch nicht richtig sagen, dieses Teilchen. Auf jeden Fall ist es ja so ein Grenzpunkt hier, ein Kontrollpunktzahl. Deswegen werden diese Systeme irgendwie anders dargestellt. Das ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen weit weg. Ich wollte jetzt nicht so direkt so weit fliegen, sondern eher mal so ein bisschen hier in der Nähe bleiben. Wie wäre es denn hiermit? Wird auch als nicht besetzt angezeigt und passiert was. Und hier ist meine eigene Macht jedenfalls mit dabei, ja, komischerweise. Was ist hier? Hier ist die auch dabei. Hier ist sie auch dabei. Hier ist sie richtig weit dabei. Nehme ich doch die einfach mal. Probieren wir es mal. Fliegen wir mal dahin. Ist ja nur ein Katzensprung weit weg. Schauen wir mal, ob wir das da loswerden können. Bin ich jetzt wirklich mal gespannt drauf, ob man sich zumindest auf diesen Reiter da verlassen kann. Und über drei. Okay, der Sprung war etwas kürzer. Scannen wir mal durch. Und dann gucken wir mal kurz, wo könnten wir denn hier mal andocken? Ja, hier, McKay-Ring. Der ist doch direkt in der Nähe. Nehmen wir ihn. Einmal zurück, Marschmarsch. Einmal Schiffchen drehen, so. McKay-Ring kommt mir irgendwie vom Namen bekannt vor. War ich bestimmt auch schon mal. Irgendwann in früheren Zeiten. Würde mich jedenfalls schwer wundern. So, dann einmal rüber bitte. Ja, das ist ein bisschen unglücklich gewählt mit diesen Namensvergaben. Vor allen Dingen, da man das ins Deutsche dann nicht vernünftig übersetzt. Das finde ich also, ist ein echtes Manko, was Elite angeht. Bei vielen, vielen Sachen. Das betrifft auch irgendwelche Materialien, wie sie heißen. Irgendwelche speziellen Dinge, die man irgendwo braucht für irgendwas. Das ist immer ein furchtbares Überlegen. Zum Teil, was wollen sie jetzt? Wie heißt das Material genau? In Deutsch jedenfalls. Ich meine, wir spielen ja nicht alle in Englisch. Ich persönlich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin Deutscher. Ich beherrsche zwar auch Englisch, ist kein Thema, aber ich möchte es gern in Deutsch haben und nicht in so einem Kuddelmuddel irgendwie. Das müsste man doch in den zig Jahren, die man das Spiel jetzt schon betreut und weiterentwickelt, mal irgendwann auf die Reihe gekriegt haben, eine anständige Übersetzung zu schaffen. Das finde ich ein echtes Manko. Und was ich eben auch ein echtes Manko finde, ist nach wie vor die Art der Erläuterungen. Wenn man gerade neue Spieldinge einführt, dass man da mal so ein Tutorial machen würde oder so irgendwas. Das wird halt immer uns YouTubern in Anführungszeichen überlassen, ne? Das Ganze herausfinden. Ich mach's ja gerne, ist ja okay, aber ich find's also, man sollte es ein bisschen besser mal erläutern, finde ich. So, 43, wo geht's lang? Wo ist denn die 43? Da hinten. Nun hoffe ich mal, dass wir jetzt hier nicht wieder umsonst hingeflogen sind. Ich glaube, beim letzten Mal, wo ich es ausprobiert habe, bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, da bin ich, ich weiß nicht wie viele Systeme angeflogen, die unterschiedlichsten Sorten, und nirgendwo konnte ich da irgendwas werden. So, auftanken. Alles klar. Sternenhafendienste. Jetzt gucke ich erstmal wieder in den Kontakten nach. Aber da finde ich normalerweise nichts. Das ist das Problem. Hier habe ich keine Möglichkeiten, in irgendeiner Form diese Dinge, es sind ja keine Kopfgeldbescheinigungen, einzureichen. Ich kann also hier nichts in dieser Form einreichen. Das funktioniert also auf gar keinen Fall über den Kontakt.
Dann gucken wir mal über den Warenmarkt, ob ich was verkaufen könnte. Nö, kann ich auch nicht. Da geht's schon los. Ich kann also jetzt diese seltene Ware hier nicht verkaufen. Sie wird mir also hier in meiner Liste jedenfalls nicht angeboten. Ich gehe doch mal davon aus, dass ich sie im Inventar habe, oder? Nochmal gucken. Ja, Chrome Silver Fresh. Das ist eine Variante der synthetischen psychoaktiven Droge, die auf einem streng geheim gehaltenen Rezept basiert. Ihre Wirkung veranlasst den Anwender, bei geschlossenen Zähnen in schneller Folge auszuatmen. Das dabei entstehende Geräusch war Pate für den Straßennamen Fesch. Interessant. Die Frage ist, warum kann ich es hier nicht verkaufen? Und nächste Frage, wo kann ich es verkaufen? Hier geht's offensichtlich nicht. Also Warenmarkt, nochmal, nicht, dass ich vielleicht doch zu blöd bin oder so, kann ja sein. Ich meine, der Ray ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und manchmal schaltet er auch ein bisschen langsam, das kommt alles vor. Aber hier kann ich nichts davon loswerden. Funktioniert also nicht. Das war schon mal ein Reinfall von Schaffhausen. Geht also nicht. Nun ist guter Rat teuer. Was machen wir denn? Stattdessen nochmal gucken. Seltene Güter da oben. Sammeln Sie Einheiten, die Sie verkaufen, und verkaufen Sie diese in einem Akquisitionssystem. Auf Karte ansehen. Akquisitionssystem. Eigentlich befinden wir uns auf einem solchen, oder? Das heißt, im Moment haben wir ein System von, Moment, Zugehörigkeit, Föderation. System Zustand, Aufschwung. Das hier würde mir auch angeboten als solches System. Auch nicht besetzt. Das ist wieder Föderation. Was ist das hier? Das ist unabhängig. Ebenfalls nicht besetzt. Ja, dann fliegen wir mal dahin. Nächster Versuch. Vielleicht ist das ja besser. Wer weiß. Möglicherweise hat das ja was damit zu tun, dass wir illegale, in Anführungszeichen, Drogen oder so etwas jetzt mit uns führen. Möglicherweise ist das ein Sonderfall, aber es wurde zumindest mal als seltene Ware ausgewiesen. Das habt ihr ja gesehen. Aber naja, gut. Ich gebe dem Ganzen 3 Versuche. Das kennt ihr ja inzwischen. Also in diesem System, das sehe ich jetzt unten rechts, ist das, was ich an Bord habe, direkt schon als illegale Fracht deklariert. Und das erklärt natürlich, dass das hier nicht verkauft werden kann. Das ist zumindest jetzt mal meine Idee. Okay, dann über 3. Okay, hier ist es auch als illegale Fracht deklariert. Ich denke, das brauchen wir dann gar nicht weiter zu probieren, denn dann wird das hier auch nicht funktionieren. Dann brauchen wir also ein System. So wäre jetzt meine nächste Idee, Vorgehensweise, wo wir das vernünftig verkaufen können. Und da müssen wir mal weiterschauen. Vielleicht finden wir da noch eine Möglichkeit. Regierung Anarchie. Das klingt interessant. Das ist auch ein solches System, nicht besetzt, hat aber Regierungsform Anarchie. Also wenn ich irgendwo was verkaufen soll, was illegal ist woanders, dann wohl doch eher in Anarchiesystemen. Dann fliegen wir hier mal kurz von der Sonne ein Stückchen weg. So. Und fliegen mal in das EHI-System. Okidoki. Ja, zumindest haben wir jetzt nicht mehr die Anzeige, dass wir eine illegale Fracht an Bord haben. Das gibt doch Hoffnung. Dann machen wir mal scannen. Und hoffen drauf, dass wir hier zumindest auch eine Station finden. Oh, Krieg herrscht hier auch. Interessant. Gut, dann nehmen wir mal die Freud-Kolonie. Zur Freude. Vielleicht hilft's ja.
Hat ja schon mal einen guten Namen, ne? Na, die ist ja gleich um die Ecke hier. Wie gut, dass ich ein kleines Schiff gewählt habe, damit ich nicht noch darauf angewiesen bin, dass ich große Stationen zur Landung bekomme. Denn da kann man ja schlecht mit einer Anaconda oder mit einer Corvette oder so landen. Die Freud-Kolonie. Okay. Hoffentlich klappt das jetzt mal hier. Ja, was denn? Kriege ich auch mal den Ausstieg? Danke. Ja, schön. Wieder Platz 1. Mal gucken. Wo könnte er sein? Ist das vielleicht schon eins? Aber wieder so ein Anflugswinkel, dass wir es nicht erkennen können. Klare Sache. Das sieht aber nach 1 aus. Sehr schön. Dann nehmen wir dich. Oh, wir haben richtig Glück heute mal. Mit Licht und so, beschienen von der Sonne. Planeten gleich in der Nähe. Entzückend. Nun dann. Nächster Versuch. Erstmal wieder in Kontakte, nur mal um zu gucken, ob es dort jetzt eine Möglichkeit gibt, aber wahrscheinlich auch nicht, weil das ist irgendwie hier gar nicht vorgesehen. Ein Schwarzmarkt gäbe es. Interessant. Warenmarkt, Verkauf. Ah, nun tauchen sie da auch auf. Also merke, seltene Waren, vor allen Dingen illegale Drogen, die halt da und da als solche angesehen werden, kann man nur da verkaufen. So, dann können wir ja die eigentlich jetzt hier zumindest mal verkaufen. Ne? So, da haben wir. Merits acquired. Earned 187 Merits of Lavinji. Haben wir also jetzt angezeigt bekommen. Und Auftrag abgegeben. Jawohl, diesmal hat's geklappt. Bin ja begeistert. Dann hätten wir doch auch diesen Auftrag erledigt. Ja, fantastisch. Hat doch super geklappt. Man muss also tatsächlich darauf achten, dass die in dem System, wo man sie abgibt, also wenn es jetzt um diese seltene Ware hier geht, die ich jetzt benutzt habe jedenfalls, da muss man sie auch verkaufen dürfen. Es darf also nicht angezeigt werden. Nun sollen wir noch 11 Rettungskapseln uns besorgen. Wo sollen wir das machen? Sammeln Sie besetzte Rettungskapseln und beschädigte Rettungskapseln in einem befreundeten System und bringen Sie diese zum lokalen Machtkontakt zurück. Sie sollten diese Kapseln innerhalb desselben Systems einsammeln und abliefern. Aha, wir müssen sie also im gleichen System, wo wir die einsammeln, auch abgeben. Das ist doch mal eine klare Aussage. Sie können Kapseln auch beim Such- und Rettungskontakt abgeben. Dieser Kontakt kann aber nicht bestätigen, ob dadurch der Fortschritt Ihrer Macht im lokalen System verbessert wird. Ah ja. Okay, das ist ja wichtig. Ja, dann machen wir das wieder so. Karte nehmen, anzeigen lassen. Und dann gucken wir mal, was meint er damit? Erschlossen, verstärkt und Hochburg gibt er mir jetzt hier als Filter für unsere eigene Macht an. Das soll also praktisch die Systemlösung sein. Was ich ein bisschen vermisse, und das fand ich bei dem alten Powerplay besser, falls ihr euch erinnert, da konnte man dann immer schön in der Liste gucken, welche Systeme kontrolliert und so weiter sind und konnte dann aber auch sofort erkennen, wie weit die weg sind. Das ist jetzt hier über die Karte, naja, ne, da muss man halt rumklicken. Aber was jetzt genau in der Nähe ist oder auch nicht, das ist so eine Sache. Da muss man also dann schon ein bisschen aufpassen, ne? Weil letzten Endes, das ist jetzt zum Beispiel wieder ein ganz anderer hier, erschlossen, ja gut, verstärkt. Verstärkt, erschlossen. Scheinbar gelten die beide. Das ist jetzt wieder ein verstärktes System. Gucken wir mal hier an. Das ist unabhängig. Das ist wie? Auch unabhängig. Ja, ne? Die Frage ist, der hat den größten Knopf hier. Ob das auch irgendwas Besonderes zu bedeuten hat, ob man nun so kleine Teilchen hier hat.
Das ist dann eher wahrscheinlich hiermit so ein bisschen in Einklang zu bringen, wie weit das hier schon erschlossen bzw. verstärkt ist. Das zum Beispiel hier, das ist schon ziemlich weit, wenn ich das so richtig sehe. Da ist schon ordentlich was los. Ja, das ist auch eine ganze Ecke weit weg. Dann würde ich doch mal vorschlagen, nehmen wir mal hier so einen, der so in der Reichweite ist. Den finde ich nicht verkehrt hier. Und programmieren uns diesen Weg mal dahin. So. Ja, Rettungskapseln, das ist natürlich so eine Sache. Vielleicht können wir mal kurz in die Werft gehen. Nein, können wir nicht. Hier gibt es keine Werft. Dann müssen wir das mal hier drüben machen über die Module, die ich eingebaut habe. Ich habe drin von den Waffen her zwei optimierte Raketenrampen, habe mir auch eine Steuerung für eine Sammeldrohne eingebaut und natürlich auch ein paar Drohnen, in dem Falle 7 Stück, eingelagert, damit ich eventuell diese Rettungskapseln mit Drohnen sammeln kann. Ich kann sie natürlich auch mit der Hand anfliegen und einladen. Dann habe ich zwei Verteidigungsgeschütze, zwei Düppelwerfer und ja, Frachtgestelle. Ja, was man so braucht halt, ne? Das Übliche. Und hier eine Strahlenlaserkanone. Das ist eine Ferndistanzwaffe. Dreifach gepimpt als Übergröße. Kann also maximale Reichweite 4800 Metern. Für den Fall, dass wir kämpfen müssen. Denn ja, Rettungskapseln gibt es ja gewöhnlich immer häufig, jedenfalls nach Abschüssen von Schiffen, die neben den Materialien dann auch eben spawnen und man die aufsammeln kann. Habe ich bisher eigentlich so gut wie noch nie gemacht. Weiß auch nicht warum, muss ich gestehen. Ist entweder irgendwie immer an mir vorbeigegangen bisher. Oder ich habe es einfach nicht für so besonders spannend erachtet. Aber nun können wir es ja auf jeden Fall mal machen, denn wir müssen es ja machen. Sonst können wir unser letztes, fünftes Ziel für die Eintrittskarte zur Macht gar nicht erlangen. Und überreif. Und schon sind wir da. Scannen wir mal kurz durch hier. Okay, und dann fliegen wir wahrscheinlich auch erstmal die Navigationsboje an, um mal alle möglichen Signalquellen, weil es gibt ja bestimmt auch Signalquellen, könnte ich mir vorstellen, wo man eben Schiffswracks vielleicht findet, die abgeschossen wurden nach Kämpfen oder so. Und wo es vielleicht auch ein paar solche Dinge zu sammeln gäbe. Ach, da fällt mir noch etwas ein, meine lieben Freunde. Ich habe gesehen, an irgendeiner Station, dass mir da irgendwie plötzlich was angezeigt wurde, dass ich irgend so ein Werbebanner vor dem Einflug der Station, die da immer so manchmal draußen zu sehen sind, scannen könnte. Also es wurden mir zumindest diese weißen Dreiecke eingezeigt. Ich habe aber bisher natürlich jetzt nicht viel Zeit darauf verwendet, aber ich würde gern mal wissen, wie kann man die denn scannen? Was braucht man denn für einen Scanner dafür und wie bewerkstelligt man das? Wenn ihr da Näheres zu wisst, schreibt mir das bitte gerne mal in die Kommentare, weil ich glaube, das gehört auch mit zu den neuen Möglichkeiten des Powerplays, dass man eben solche Werbebanner dann scannen kann auch. So, Navigationsboje. Ja, mit Kämpfen, das ist natürlich jetzt eigentlich nicht das richtige Schiff, was ich habe. Denn mit zwei starren Raketenwerfern, optimierten zwar, und einer einzelnen Strahlenkanone, weiß ich auch nicht. Wäre ich ungern am Kämpfen. Werde es natürlich ausprobieren, ist klar. Wenn es sonst keinen Erfolg gibt, können wir auch mal testen. Gescannt haben wir dich. Dann schmeißen wir noch mal den Supergruß an. So, gut. Und dann gucken wir mal, was hätten wir denn an möglichen Dingen hier? Machtwrack-Signatur. Was ist das? Habe ich ja noch nie was von gehört. Davon gibt es verschiedene. Das ist ja spannend. Machtwrack-Signatur, Bedrohungsstufe verschiedener Art. Aha. Ja, also, habe ich noch nie gesehen. Weiß nicht, was das sein sollte. Ist eine ziemlich lange Laufzeit, die da angegeben wird. 40 Minuten. Und was das sein soll, ist mir jetzt erstmal nicht klar. Aber
werden wir gleich herausfinden. Und Power. Jo, das war ein bisschen viel Power, ne? Jo, ist gut. Komm. Verbündet steht da unten jetzt wieder. Klar, ich befinde mich ja in einem System, was mit meiner Macht, Lavinji Duval, oder wie auch immer man die ausspricht, zu tun hat. Ist auf jeden Fall irgend so eine Emission, nehme ich an. Machtwrack. Mhm. Aber vielleicht werden wir ja da fündig, wer weiß. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Gibt aber verschiedene Bedrohungsstufen. Das heißt, es könnte durchaus wohl auch sein, dass da gekämpft wird oder dass da, wenn man sich dann da aufhält, irgendwie in der Zwischenzeit mal feindliche Schiffe einfallen, die einen dann selber bekämpfen. Das kann natürlich sein. Ist auf jeden Fall spannend. Okay. Was ist das? Ah, Container. Ah, beschädigte Rettungskapsel. Sehr gut. Die sollen wir doch bergen. Genau. Nee, nicht Fahrwerk. Frachtgreifer hätte ich gerne. Dann sind wir doch schon mal richtig auf der richtigen Fährte. Vielleicht machen wir hier mal die Nachtsicht an. Dann können wir hier vielleicht auch was sehen. Und die sollen wir jetzt also bergen. Alles klar. Dann machen wir das. Halt nicht so schnell. Das geht ja genauso eigentlich wie mit den Materialien. Ne? Frachtgreifer raus. Drüber fahren. So, jetzt habe ich eine davon geborgen. Und habe ich dann auch eine nur drin. Ah ja. Es wird also tatsächlich auch nur eine dann angezeigt. Besetzte Rettungskapsel. Irgendwie habe ich jetzt was mitgekriegt. Scan festgestellt. Mhm. Will da einer was von mir, ja? Beschädigte Rettungskapsel. Die nehmen wir auch mit. Ich hoffe nicht, dass hier gleich einer böse auf uns rumballert. Eieiei, was ist das hier? Na Anna, ganz in meiner Nähe. Legale Bergung. Mhm. Okay. Ja, und was ist jetzt mit der anderen hier? Das ist die Anna. Okay. Der hat mir das jetzt vor der Nase weggeschnappt. Sehe ich das richtig, ja? Ja, von mir aus. Alles klar. Wir machen mal hier ein Frameshift an. Und dann suchen wir uns die nächste Quelle. Es gab ja einige hier, wenn ich das so gesehen habe. Dann gucken wir nochmal. Wir haben insgesamt jetzt 3 Kapseln geborgen. Und wir brauchen... was? 11, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Okay. So, dann gucken wir, wo müssen wir als nächstes eventuell hin? Hier gibt es ja noch mehr so Fracks. Die sind ja alle relativ in der Nähe. Also von daher... machen wir das mal. Auch Bedrohungsstufe 2. Ja, wenn das so abläuft, dass wir da eventuell nur Besuch kriegen, wo eben in dem Falle NPCs, ich spiele ja jetzt im Moment im Solo-Modus, auch Interesse dran haben, da irgendwas aufzusammeln, ja okay, solange sie einen in Ruhe lassen, stört mich das nicht weiter, muss man halt nur schnell genug sein. Ne? Das kann man ja eventuell dann durch gezielten Einsatz der Drohnen erledigen, aber ich... bin immer der Meinung, wenn es dem Spiel Spaß dient, gerade wenn man sowas was auch in der VR-Umgebung machen würde, was mir persönlich immer sehr viel Freude bereitet, dann ist man schon froh, wenn man einfach mal ein bisschen gechillt rumfliegen kann, kann sowas aufsammeln und wird dabei nicht unbedingt direkt schon attackiert. Ich meine, ich kämpfe gerne, das wisst ihr, aber es gibt halt Situationen, wo ich dann auch mal lieber ganz in Ruhe vielleicht eine schöne Mucke mir einschmeiße. Und dann ein bisschen nett in der Gegend rumfliege. Ganz gemütlich, so wie jetzt eben.
Da hätten wir doch wieder. Genau. Besetzte Rettungskapsel. Ich werde es da auch noch mal lernen hier. Hm? Ja, wenn das doch so funktioniert, dann haben wir das Rätsel in Anführungszeichen doch auch gelöst und aufgelöst. Dann weiß ich jetzt also auch in Zukunft, wo man, wenn es wieder solche Aufträge geben sollte, am schnellsten hinfliegt und ganz in Ruhe sich solche Rettungskapseln eben besorgt. Und da braucht man nicht mal irgendwelche speziellen Ausrüstungsgegenstände. Das kann man eigentlich relativ gut manuell lösen. Macht Spaß, kann man ein bisschen Fliegen üben und kann ein bisschen trainieren, gerade solche Sachen, die man dann vielleicht später wieder gut bei Kämpfen gebrauchen kann. Da ist ja nichts wichtiger als Schiffsbeherrschung. Blackboxen gibt es hier also auch. Das ist auch gut zu wissen, denn ich kann mich erinnern, es gibt auch einige Missionsauftragstypen am schwarzen Brett irgendwo, wo man Blackboxen bergen muss. Aha, jetzt kommt wieder einer. Ist klar. Der will auch was davon. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Und können die dritte auch noch schnell holen, beziehungsweise die vierte. Oh, oh. Oh. Der meint's also nicht gut mit uns. Da sollten wir mal schnellstens verschwinden. Ja, ja, ist gut, Junge. Ist alles in Ordnung. Mach. Ich überlasse dir gerne den Rest, aber lass mich in Ruhe. Ich will jetzt keine Kämpfe machen. Habe ich nicht das richtige Schiff für. Das war schon wieder ziemlich knapp, ne? So, wie viel haben wir denn jetzt? 4, 6 erst. Also, einmal müssen wir noch irgendwo, auf jeden Fall. Gibt's noch Wrackanzeigen? Sieht nicht danach aus. Doch, hier. Da haben wir noch eins. Ja, der ist auch noch eine Weile unterwegs. Okay. Dann machen sie mal, hier stellen wir mal die Pips gerade mal um. Nutzen die Zeit. Geben mal ein bisschen Stöffchen. Sieht doch ganz vernünftig aus. 75%. Die sind auch erstaunlich lange da anwesend, diese Teile. Wobei ich jetzt mal gerade mal gucken will, unter welchen Rubrik fallen die. Okay. Das wären also die Signalquellen. Das ist genau das, was man hier am besten als Filter einstellt. Dann hat man den ganzen anderen Kram erstmal erledigt. Inzwischen ist unser Schild auch wieder da. Sehr gut. Und wir sind auch kurz vor dem Ausstieg. Und wir brauchen noch 5 Stück. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, weil ich habe so das Gefühl, dass pro Signalquelle allenfalls 4 solche Kapseln zu finden sind. Und meistens schafft man eh nur 3, weil dann gibt es Besuch. So war es jedenfalls. Mal sehen, ob es jetzt wieder so ist. Deswegen, alle guten Dinge sind, ihr kennt das, ne? 3. Na komm schon. Und dann kommt die letzte Hürde, aber das dürfte ja klar sein. Stand ja so in der Beschreibung. Man soll sie im selben System abgeben, also hier, wo man sie geborgen hat. Das war die Voraussetzung. Da haben wir doch wieder eine. Wunderbar. Ja, ich werde es doch nochmal lernen, in welche Richtung ich hier den Knopf betätigen muss. Kann also insoweit sagen, macht schon Sinn, möglichst schnell rein in diese Angelegenheit, sich das Ziel markieren und ja, mit Schmackes drauf zufliegen, ne? Damit man möglichst wenigstens 3 pro Signalquelle aufsammeln kann. Wenn man jetzt nicht unbedingt gleich mit Drohnen arbeitet, aber da gibt es ja auch die anderen Sachen, die man vielleicht gar nicht haben will. Die müsste man dann halt auch mit einsammeln und entweder wieder rausschmeißen oder sie ganz gezielt halt. Das war jetzt ein bisschen schnell, ne? Und noch eine. Na, wenn wir Glück haben. Besetzte Rettungskapseln. Achso, ich muss ja unterscheiden zwischen besetzten und nicht besetzten.
jetzt haben wir 7, 8, 9. Brauchen also genau noch 2. Und nochmal Frameshift. Okay, Navigation. Da haben wir wieder einen. Naja, der ist noch 15 Minuten, aber das sollte ja wohl auch kein Problem sein. Da hilft es natürlich tatsächlich wieder, wenn man hier den schnellen Antrieb dabei hat. Ja, das war jetzt leider einen kleinen Dupp zu viel, weswegen er jetzt ein bisschen zu schnell ist. Auch eine hervorragende Übungswiese, um sich mit dem SCU-Antrieb und dessen Feinheiten auseinanderzusetzen. Hier kann man das wirklich gut üben durch Anfliegen der entsprechenden Signalquellen. Wie lange muss der aktiv geschaltet sein, der SCU-Antrieb? Wann, zu welcher Geschwindigkeit schaltet man ihn aus, damit man unter Vollschub oder direkt unter Nullschub noch auspendeln kann, um nicht am Ziel vorbeizudüsen. Das ist wirklich eine Herausforderung, die immer wieder Spaß macht, es zu trainieren. Und ich denke, dafür sind solche Aufträge hier, wo man die unterschiedlichsten Signalquellen anfliegen möchte, gut geeignet. Alternative für Faule, wenn ihr eine so eine Signalquelle abgefarmt habt, einfach aus dem Spiel raus und in dem Falle komplett rausgehen und neu starten und die nächstbeste Signalquelle, die in der Nähe ist, wieder anfliegen, dann sollte es auch sofort wieder neue Inhalte geben. Aber wie gesagt, das ist eine Angelegenheit, die nicht jedermanns Sache ist. Bei vielen Spielern ist diese Vorgehensweise eher verpönt. Ich sehe das eher etwas lockerer. Und zwar unter dem Aspekt, wenn ich nicht so viel Zeit und Muße habe, ich aber unbedingt irgendetwas haben möchte, brauche für was Spezielles und das nur ein Teilaspekt meiner Aufgabe ist, dann nehme ich auch mal das Neustarten gerne in Kauf. Wenn ich spielerisch das wirklich durchspielen möchte, so wie jetzt hier, dann mache ich es natürlich einzeln, ist klar. So wie sie es gehört. Ja, du liegst jetzt hier so mittendrin, ne, in der Landschaft. Kriegt man dich noch? Jo. Ich höre doch schon wieder da ein Flugzeug ankommen. Da kommt schon wieder einer. Und will was. Ich denke aber, wir haben doch jetzt genug. 7 und 4 sind 11, genau. Deswegen. Power. Weg. Ich überlasse dir gerne den Rest, was da rumliegt. Ich habe meine 11, das sollte erstmal reichen. So. Und nun soll man das ja einfach hier im System irgendwo abgeben, wo wir die gesammelt haben. Da wäre der Wedgeport meine Wahl. Give me power. Na, hätte noch ein bisschen länger gehen können, ne? Aber lieber so. Und einmal rüber bitte. Wird alles klappt, dann sollte es das gewesen sein. Und damit hätten wir dann auch unter Beweis gestellt, dass wir es ernst meinen. Oh, jetzt bin ich doch wahrscheinlich wieder ein Dupp zu schnell. Ne, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich den 75% Schub zu früh oder beziehungsweise zu spät rausgenommen. Ah, genial. Das war wieder ein typischer. Ne? Genau. Jetzt haben wir genau das Gegenteil von dem erreicht, was wir eigentlich wollten. Nämlich schön geradeaus drauf zuzufliegen. Ja, so ist das.
aber das habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt, das ist tatsächlich so. Das ist dem Aufnehmen und gleichzeitig ein Quatschen. Das ist aber interessant hier. Mann, super. Klasse. Zwei so schöne Planeten direkt nebeneinander. Das habe ich aber auch so ganz selten mal gehabt bisher. Fantastisch sieht das aus. Da muss ich doch direkt nochmal hier reingucken. Wo bin ich denn zu Hause? Ah ja, hier. Habe ich die eigentlich schon mal gescannt? Nein, die habe ich noch nicht erfasst. Wow. Dann werde ich das mit Sicherheit im Anschluss, wenn ich die Aufzeichnung beendet habe, noch machen. Das lohnt sich doch. So eine schöne Ecke hier. Ja, können wir auch nochmal eine Runde scannen, ne? Warum nicht? Feind. Mhm. Interessant. Wird als Feind deklariert. Mhm. So, jetzt aber. Ah ja, da haben wir wieder die Nachtsicht an. Jo, also wirklich toll. Schönes Bild. Ja, ja, ganz ruhig. Nummer 1, ja, wie sich das gehört, ne? So, ja, hier diese Werbebanner, die, um die geht's wohl, die hier draußen an der Station sind. Bei manchen Systemen kann man die dann als Ziel markieren und dann ja irgendwie scannen. Ich weiß aber bisher nicht, wie man das macht. Beziehungsweise mit welchem Scanner man das machen soll. Ja, alles so schön grün hier. Wo ist denn die 1? Sehe ich wieder den Wald, wie heißt das so schön, vor lauter Bäumen nicht. Hallo, wo ist die 1? Ich weiß, da gibt es eine Anzeige für da unten. Die raff ich aber irgendwie nicht. Ich glaube, die ist irgendwie direkt hier ganz unter uns, ne? Nee, auch nicht. Oder? Ist es das hier? Weiß es nicht. Könnte es sein? Nee, viel zu groß. Ist es nicht. Jo, Ray. Da musst du mal suchen gehen. Wo ist die 1? Da hinten habe ich die Anzeige. Markiertes Ding. Wenn ich das jetzt auf dieselbe Höhe mache, müsste ich es doch irgendwann mal sehen, oder? 3. 18. Ah, der Ray, er sucht einen Landeplatz und sieht einen Wald voller oder Bäumen nicht. Ja, das ist so eine Sache mit dem Grün, da habe ich es nicht so mit. Das ist einer meiner schwierigeren Farben. Aber trotzdem wäre es schön, wenn ich mal die 1 sehen würde. Wo soll die denn sein? Na klar, ich habe es mir doch gedacht. Die ist direkt hinter dem Eingang. Warum habe ich die eben nicht gesehen? Mann, Mann, Mann. Na gut, dann müssen wir eben mal so ein bisschen hier... So, nur aber, ne? So sollte es doch mal funktionieren jetzt. Echt sehr grün. Okay. Jetzt will ich noch was wissen, damit ich das nicht falsch mache. Sammeln Sie und befreunden und bringen Sie sie zum und bringen Sie diese zum lokalen Machtkontakt zurück. Okay, alles klar. Dann müssen wir also hier jetzt in den Machtkontakt gehen. Dahin. Und was soll man da jetzt machen? Ah, jetzt habe ich also hier unten Anzeigen, die ich sonst nicht hatte. Besetzte Rettungskapsel, beschädigte Rettungskapsel. Gut, dann kann ich die hier besetzte Belohnung veräußern. 7 Stück. Okay, da kriege ich also tatsächlich Geld. Warum ist das hier nicht übersetzt? So geht's. Da haben wir sie raus. Earned, verdient. Alles klar, hat er angenommen. 4. Und nochmal und nochmal. Super. Und wenn ich das jetzt richtig gehört habe, im Hintergrund gab es eine Nachricht. Auftrag Bergen ist abgeschlossen. Und das Büro von La Vinci hat mir irgendwas erzählt. Kommandant, Glückwunsch. Ihr Machtrang ist jetzt 1. Wir sind der Überzeugung, dass Ihre kontinuierliche
Blablabla-Unterstützung von ihren Kollegen anerkannt werden sollte. Als Belohnung für ihren letzten Rangaufstieg bieten wir ihnen ein Symbol an, mit dem sie ihr Schiff verzieren können. Sie haben die folgenden kosmetische Belohnung erhalten. Eine Folie, Machtspielrang, also für die Schiffe. Diese Belohnung kann ab sofort verwendet werden. Wir schätzen Ihre gute Arbeit. Machen Sie weiter so. Hochachtungsvoll, meine Matrone. Ja, das heißt also, jetzt kann ich ein Schiff bekleben und ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt hier bei den Machtspielen abgeschlossene Aufträge sind da, alles klar. Und hier, ui, Bestenliste. Hier gibt es jetzt endlich mal einen neuen Reiter, der vorher nicht freigeschaltet war. Da wird natürlich dann sicherlich erst am Donnerstag irgendwas drinstehen. Das können wir also im Moment vergessen. Und dann gucken wir hier mal. Ja, und da haben wir jetzt auch einen Haken erlangt. Und hier oben sind die Anzahl der Verdienste wohl auch aufgelistet. Insgesamt haben wir jetzt schon 1410 Verdienste und sind nah dran, hier hinzukommen. Und da gäbe es dann andere Dinge. Prinzip jedenfalls soweit erkannt und bin ein Stückchen weiter. Ich hoffe, es hat euch geholfen, wenn ihr das auch vorhabt, zumindest ein bisschen klarer zu sehen, wie man so die einzelnen Dinge macht. Wobei ich nicht weiß, das muss ich dazu sagen, ob diese Art von Aufträgen, die ich jetzt durch meine Macht bekommen habe, bei euch genauso aussehen. Kann natürlich sein, dass jede Macht da auch ihre eigenen Aufträge sponsert. Außerdem soll es ja sowieso, wenn ich das richtig hier interpretiere, jede Woche, also in jedem Zyklus, der durchläuft, wieder neue 5 solche Aufträge geben. In diesem Sinne, hat mich sehr gefreut, ich fand es interessant, hat mir Spaß gemacht und ja, wenn es euch gefallen hat, schenkt mir gerne ein Like. Über ein Abo freue ich mich natürlich immer und vor allen Dingen denkt dran, mir in meinen Kommentarbereich was reinzuschreiben. Speziell hätte ich da die Frage eben nochmal zu den scannbaren Holographien, die da am Eingang sind, wie man das genau bewerkstelligt. Also, mach's gut, tschüss!